Und so, seid ihr bereit für das Wort? Für das lebendige Wort. Für das lebendige Wort. Wer war von euch letztes Mal bei meiner Botschaft dabei? Niemand? Fragen vielleicht lieber, wer nicht da war. Gut, dann kann ich euch gleich verraten, dass ich heute Teil 2 mache. Teil 2 der Botschaft, die heißt, die Arbeit des Heiligen Geistes in uns. Und um das besser zu verstehen, kann man vielleicht zu Hause den ersten Teil sich einmal anschauen. Es kann sein, dass ihr heute einiges nicht verstehen werdet, heute, aber ich möchte das halt nicht alles wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. Victor braucht die Stifte. Letztes Mal sagte ich schon, dass der Heilige Geist mir gezeigt hatte, dass das Volk Gottes umkommt wegen Mangel an Erkenntnis. Und als ich auf der Autobahn unterwegs sah, sah ich viele Baustellen, aber keine Arbeiter. Und nur weil ich keine Arbeiter gesehen habe, heißt es nicht, dass dort keine Arbeit gemacht wird. Und das, was heute hier geschehen ist, nur weil wir mit unseren physischen Augen nicht sehen, was vor sich geht, heißt es nicht, dass da nichts geschieht. Und ich weiß, dass die Medizin heutzutage nur deswegen so gut entwickelt ist, weil die Ärzte einfach wissen, wie der Mensch innen aufgebaut ist. Denn früher, als die Mediziner sich damit nicht auskannten, konnte ein Mensch schon von einer Erkältung, von einem Husten sterben. Und das Gleiche haben wir in der geistlichen Welt. Wir haben viele Informationen. Aber wir verstehen einfach mit euch nicht, wie wir innerlich im Geistlichen geschaffen sind und wie Gott an uns arbeitet. Und ich habe eins festgestellt, als der Geist Gottes mir zeigte, wie ich innerlich aufgebaut bin und wie Gott an mir arbeitet, wurde vieles für mich einfacher. Also, ich habe letztes Mal schon das Talent gezeigt, das Gott ihm gegeben hat. Der Herr hat ihm gelehrt, hübsch zu malen. Und er hat ihm gezeigt, wie er aussieht. In etwa so. Und so haben wir den Plan Gottes letztes Mal von Anfang bis zum Ende uns angeschaut. Wir sagten, dass in uns die Seele ist. Und wir sagten, dass einigen der Herr sogar ein Gehirn gegeben hat. Aber Verstand haben wir wohl alle. Und wir haben auch gesagt, dass unser Geist seit dem Zeitpunkt unserer Geburt tot ist. Denn Satan hat dort diesen Samen hineingelegt, welche wir als Fleisch bezeichnen. Und dieser Samen hat ganz am Anfang unseren Geist durchstochen. Wir sagten auch, dass in unserer Seele der freie Wille sitzt. Das habe ich alles ausführlich am ersten Teil erklärt, das möchte ich nicht alles wiederholen. Und wir haben auch gesagt, dass wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen, wird unser Geist lebendig. Und das Wort Gottes sagt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Doch oft hat diese neue Schöpfung noch diese alte Gesinnung.
Und wir Menschen, wir kommen nicht in unsere Berufung, weil wir sie nicht kennen. Также мы говорили, что в нашей душе есть семя от Бога, это твое призвание, твой потенциал. Und wir sagten auch, dass in unserer Seele die Samen Gottes sind, das ist unsere Berufung und unser Potenzial. И дьявол постарается сделать все для того, чтобы ты не знал, для чего ты здесь рожден. Und Satan wird alles dafür tun, damit wir erst gar nicht erfahren, wofür wir in diese Welt geboren worden sind. И очень часто христиане спрашивают, особенно которые приходят с религии. Und oft fragen Christen, besonders diejenigen, die aus religiösen Gemeinschaften zu uns kommen, wie können Dämonen in Christen sein? Wir glauben daran nicht. Wie können in einem Leib der Heilige Geist und Dämonen sich aufhalten? Denn der Heilige Geist, das ist Licht. Und die Finsternis flieht vor Licht. Und es gibt Theorie und Praxis. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns heute etwas Praxis gezeigt hat. Damit diese Festungen, die in den Menschen drin sind, einfach zerstört werden. Und um das besser zu verstehen, wenn wir Christus annehmen, so nimmt der Heilige Geist Platz in unserem Geist. Und die Dämonen wohnen in unserer Seele. Wir nennen die schon Kakerlaken. Und die werden alles dafür tun, damit unser freier Wille und unser Verstand nicht mit dem Geist vereinigt werden. Und wir haben auch gesagt, dass unser Geist in Ketten war, in Gefangenschaft. Und um die Arbeit des Heiligen Geistes besser zu verstehen, hat Gott mir gezeigt, dass ich mir die Geschichte Moses anschauen sollte. Und ich höre, wie der Heilige Geist mir jetzt sagt, dass ich beten soll, damit nicht ich darüber predige, wie er arbeitet, sondern er. Deswegen danke ich dir, Heiliger Geist, für die Information, die du mir gegeben hast. Doch ich bin so abhängig von dir. Denn du bist unser Lehrer. Und nur du kannst deine Arbeit erklären. Und deswegen bete ich dich, dass diese Information, die in meinem Verstand ist, du durch meinen Mund freisetzt. Damit die Menschen dich verstehen, wie du in uns arbeitest. Amen. Lass uns ihm die Ehre geben. Und so, solange der Mensch noch nicht im Glauben ist, wird Satan alles dafür tun, um deine Seele voll zu stopfen mit seinen Samen, mit seinen Dämonen. Denn das Wort Gottes sagt, der Sold der Sünde ist der Tod. Und wenn wir sündigen, so öffnen wir die Tore für Satan und er hat das volle Recht, in uns hineinzukommen. Hör mir aufmerksam zu. Dämonen können nicht in deinen Geist hineindringen. Nur in einem Fall haben die Zutritt zu deinem Geist. Wenn du deine Seele an Satan verkaufst. Das, was Satanisten machen, wenn sie mit ihrem freien Willen die Entscheidung treffen, ihre Seele Satan zu verkaufen, öffnen sie die Verbindung zwischen Seele und Geist. Und die Dämonen haben die Möglichkeit, in den Geist hineinzudringen. Deswegen können richtige Satanisten sich verwandeln in verschiedene Tiere. Sie können durch geschlossene Türen gehen. Deswegen können sie unsichtbar werden. Deswegen können sie in die geistliche Welt hinausgehen. Und Satan erschafft ja nichts neu, er kopiert alles. Das ist uns eigentlich durch den Heiligen Geist gegeben.
Und ich glaube daran, dass hier bei uns jetzt niemand sitzt, der seine Seele an Satan verkauft hat. Deswegen habe ich das nur kurz erwähnt. Wir mit euch sehen alle so aus. Und deswegen, wenn der Heilige Geist in unseren Geist hineinkommt, fängt er an, ihn zu beleben und wieder herzustellen. Und meine Aufgabe ist einfach, euch heute zu zeigen, was Satan tut und was der Heilige Geist bewirkt. Und Satan versucht, so nah wie möglich an deine Seele hereinzukommen. Und er kann nicht in deine in deinen Geist hinein, wenn du deine Seele nicht verkaufst. Aber er kann deinen Geist so in Bedrängnis bringen, dass dein Geist wie in Ketten ist. Das war wie der Pharao, der hatte das Volk Israel so bedrückt, dass sie einfach keine Luft mehr bekamen. Das Volk Israel war nicht dort, wo es eigentlich hätte sein müssen. Und ich sage, das ist wie Ägypten. Und oben, das ist wie die Wüste, durch die das Volk Israel hindurchging. Und das ist das verheißene Land, wohin Gott dich führen möchte. Oft wollen die Menschen mit dem Verstand verstehen, was im Geist geschieht. Besser ist es aber, wenn wir ganz am Anfang beginnen. Und um besser zu verstehen, wie unser Geist aufgebaut ist, möchte ich euch das einfach so in den Details einmal aufzeigen. Das ist wie ein Arzt. Wenn er das Herz operieren möchte, muss er die Struktur des Herzens kennen. Er wird das Herz nicht einfach mitten durchschneiden, sondern er weiß genau, wo er ansetzen muss, um da die nötige Wiederherstellung herbeizuführen. Und deswegen, wenn du aufschreibst, so notiere dir die Punkte, wie dein Geist aufgebaut ist. In deinem Geist hast du das Unterbewusstsein, das Gewissen und die Intuition. Hast du es notiert? Unterbewusstsein, das Gewissen und die Intuition. Satan wird alles dafür tun, damit dein Gewissen einfach verbrennt. Alles dafür, dass du deine Intuition verlierst. Und damit dein Unterbewusstsein einfach zerstört ist. Und wenn die Menschen dann Jesus Christus als ihren Retter annehmen, wir sprachen letztes Mal auch über die Wassertaufe, dann zeigen sie durch diese Wassertaufe der geistlichen Welt, dass sie bereit sind, sich zu verändern. Amen? Bist du soweit mit mir einverstanden? Und ebenso zeigst du dem Heiligen Geist, dass du bereit bist, dich zu verändern. Und viele Menschen, die Taufe des Geistes noch nicht haben, fragen dann, wieso haben wir keinen Heiligen Geist in uns? Habt ihr? Doch er ist so verdeckt in euch, dass ihr ihn nicht wahrnehmt und ihr könnt gar nicht feststellen, wie er in euch arbeitet. Ihr seid dann wie Kinder von Herren, die wie Sklaven arbeiten und die einfach froh darüber sind, dass sie halt auch Knoblauch und Zwiebeln bekommen. Und bei der Arbeit an eurem Geist wird immer ein Mose dran teilhaben. Und wehe euch, wenn Mose euch von Anfang bis zum
allerletzten Ende führt. Wenn ihr euch an einen Menschen festklammert und von ihm verlangt, dass er euch ein ganzes Leben lang lehrt und führt. Gott mag keine Mittler. Doch wenn er dich aus der Sklaverei herausführt, dann zeigt er dir immer deinen Mose. Dir gefällt dann vielleicht plötzlich ein Prediger, wo du sagst, Mensch, wenn der predigt, dann höre ich wirklich mit angehaltenem Atem zu und mein Leben fängt an, sich zu verändern. Und ihr merkt vielleicht gar nicht, dass ihr unterbewusst einen Lieblingsprediger habt, den ihr immer wieder hört. Denn er ist wie Mose, der zu euch kommt und immer wieder euch erklärt, dass ihr in Sklaverei lebt. Lasst uns 2. Mose 6, 6 bis 9 lesen. Ich möchte das mit dem Wort Gottes alles etwas untermauern. Wenn du es gefunden hast, sage Amen. Exodus 6, 6 bis 9. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Und ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Sind das starke Worte? Dasselbe sagt heutzutage ein Evangelist oder ein Prediger. Jesus Christus ist gekommen, um die Gefangenen in die Freiheit hinauszuführen. In dir ist ein großes Potenzial. Ich habe dich als einen großen Menschen erschaffen. Ich möchte dir Segen geben. Das sind laute Worte. Und wir lesen weiter. Und Mose sagte dies den Kindern Israels. Und sie hörten nicht auf ihn. Im Deutschen steht vor Missmut und harter Arbeit und im Russischen heißt es, ihr Geist war gebrochen durch harte Sklaverei. Der Geist war gebrochen durch die harte Sklaverei. Du bist wie dieser Jude in Ägypten, du bist gebrochen, dein Geist ist gebrochen durch die schwere Arbeit und diese fehlende Freiheit. Und der Prediger sagt zu dir, du bist für Großes erschaffen worden. Dein Herz freut sich. Du brennst, du kommst nach Hause und am nächsten Tag fragst dich, was ist mit mir geschehen? Ich habe keinen Glauben mehr. Wisst ihr warum? Der Geist Gottes wird gleich zeigen, was er in deinem Geist macht. Der Glaube kommt durchs Hören. Und letztes Mal habe ich euch den Glauben gezeichnet, das ist wie ein zweischneidiges Schwert, der den Geist und den Verstand verbindet. Und er hat zwei Schneiden, links und rechts. Die erste geht von oben nach unten. Он говорит, что
Heiliger Geist, ich hänge jetzt sehr von dir ab. Ich möchte, dass du mir jetzt sagst, wovon unser Glaube abhängt. Danke. Also der Glaube kommt durchs Hören. Ich habe es doch gewusst. Danke dir, Heiliger Geist. Ich habe den Motor so stark angeschmissen, dass ich es vom Heiligen Geist vergessen habe. Und er sagte, geh nicht vor mir her. Wir werden es ein bisschen langsamer machen. Also, der Glaube kommt durch das Hören. Es kommt von oben nach unten. Doch der Glaube ohne Werke, der ist tot. Also von unten nach oben müssen wir auch etwas tun. Wenn das Wort Gottes dir persönlich etwas sagt, so fange an, dies auch in die Tat umzusetzen. Sogar wenn du es nicht siehst. Das ist dieser Kanal zwischen deinem Geist und deinem Verstand. Soweit verständlich? Denn dieser Glaube wird deinen Geist reanimieren. Und jetzt schaut. Und ich sagte, dass im Geist drei Bestandteile enthalten sind. Das Gewissen, das Unterbewusstsein und die Intuition. Die Intuition ist wie eine Kerze, die Gott entzündet. Gott möchte, dass wir leuchten. Und das Wort Gottes sagt, dass Satan möchte, dass diese Kerze unter einem Scheffel gestellt wird. Ihr kennt diese Stelle. Er wird alles tun, damit die Kerze sich unter so einem Scheffel befindet. Und unsere Intuition entwickelt sich, wenn wir Gott gehorsam sind. Denn Ungehorsam ist schlimmer als Zauberei. Erst weißt du nicht, dass es der Herr ist. Und am Anfang ist es so wie ein Wunsch von dir und du denkst dir so intuitiv, ich sollte den einladen oder dorthin gehen. Und ich bin mehr als sicher, dass ihr euch an Situationen erinnert, wo ihr diesen Wunsch hattet, etwas zu tun und ihr wart ungehorsam. Und in dem Moment ist es so, als würde Satan diese Kerze einfach unter den Scheffel stellen. Doch der Heilige Geist möchte diese Kerze nach oben stellen. Und er wird alles dafür tun, damit du gehorsam wirst. Und deswegen, hört auf den Heiligen Geist. Er geht nie gegen das Wort Gottes. Wenn du diesen Wunsch hast, für jemanden zu beten, er ist krank und du möchtest einfach beten, das ist ganz intuitiv. Du schaust ihn an und sagst dir, ich weiß nicht wieso, aber ich habe diesen Wunsch, für ihn zu beten. Doch die Stimme Satans ist viel lauter und er sagt dir, was hat das für einen Sinn? Du hast schon gebetet, es hat nicht geklappt, was willst du da? Doch als der Geist Gottes mir das zeigte, sagt er, deine Aufgabe ist einfach, gehorsam zu sein. Und Jesus sagte, seid wie Kinder. Und die Kinder orientieren sich einfach nach dem, was sie tun. Die Kinder sind tatenorientiert, ja. Ja, und die Erwachsenen sind halt ergebnisorientiert. Die Erwachsenen möchten einen Sinn in dem sehen, was sie tun. Und jetzt schaut, eine Pyramide baut der Papa und die andere der Sohn. Jetzt geht die Mutter vorbei und stößt aus Versehen an die beiden Pyramiden dran, vom Vater und vom Sohn. Wie reagiert der Vater? Wow, 3 Stunden habe ich dran gebaut, was hast du angerichtet? Und das Kind, es baut auf, haut selber um, baut auf, haut wieder selber um. Weil das Kind, es mag etwas zu tun.
Und das möchte der Heilige Geist. Dass wir einfach tun. Und wenn das Wort Gottes sagt, etwas zu tun, dann tu es, wenn der Geist Gottes es zu dir spricht. Und das Erste, was der Geist Gottes in dir machen möchte, ist, deine Intuition zu reanimieren. Und deswegen gestatte es dem Heiligen Geist, an deinem Geist zu arbeiten. Und tu einfach, was er dir sagt. Viele sagen, ich höre Gott nicht, was soll ich tun? Also der Geist Gottes kann auch durch einen Esel zu dir sprechen. Du machst die Schrift auf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gab. Und du denkst, Mensch, was ist das denn für eine Liebe? Du siehst, beim Nachbarn ist was kaputt gegangen. Und du hast in dir so den Gedanken, erstatte ihm das, was ihm kaputt gegangen ist. Und du denkst dir, ja gut, aber dann fehlt mir das ja, ne? Und das ist dieses Gedankenspiel in uns. Und wenn ihr hinterher wisst, dass hinter diesen Gedanken der Heilige Geist steht, wird es viel einfacher für euch werden, zu leben. Und oft haben wir Zeugnisse gehört, so nach der Art, wo ein Mensch erzählt, ich fuhr einfach zur Arbeit. Ich bin in die Bäckerei reingefahren, um mir Brötchen zu holen. Habe ich sonst nie gemacht. Habe immer die Butterbrote selber geschmiert. Doch heute wollte ich frische Brötchen. Und dann höre ich im Radio, dort, wo ich sonst immer lang fahre, ohne diesen Umweg über die Bäckerei, ist ein Unfall passiert. Und du weißt ganz genau, wenn ich so gefahren wäre wie immer, wäre ich mittendrin. Und wenn wir wissen, dass die Intuition ein Teil unseres Geistes ist, und wenn der Heilige Geist daran arbeitet, so wirst du ihm gestatten, da noch intensiver dran zu arbeiten. Amen. Der zweite Teil ist das Gewissen. Und Satan wird alles dafür tun, damit dein Gewissen verbrennt. Und ich sagte letztes Mal schon, wenn du das erste Mal in einem Bereich sündigst, dann zerreißt es dich. Wenn eine Frau zum ersten Mal auf den Strich geht, ist sie danach völlig zerstört. Sie weint, sie übergibt sich. Und nach dem 10. Mal sagt sie sich, ach, was spielt das schon für eine Rolle, wie ich mein Geld verdiene? Wenn ein Mensch zum ersten Mal einen anderen erschießt, so ist er ganz am Zittern und er ist am Ende. Doch wenn er durch den Computer einen nach dem anderen erschießt, das ist sehr reell, und dann hinterher jemand in der Tat erschießt, dann berührt es ihn nicht sonderlich. Das ist ein verbranntes Gewissen. Und wenn der Geist Gottes in deinem Geist lebt, fängt er an, dein Gewissen wiederherzustellen. Und oft höre ich von Menschen, die sagen, der Geist Gottes hat mich verurteilt. Und das sind wirklich Neugeborene in Christus. Und ich sage, stopp, warte mal. Wenn ein kleines Kind in die Windeln macht, wird der Vater ihn ausschimpfen? Er wird es doch sauber machen und noch den Popo pudern, alles gut. Und deswegen müssen wir wissen, wie unser Gott spricht. Wenn du dann wächst und erwachsen wirst und etwas falsch machst, so wird er es dir zeigen. Und er wird dir auch den Ausweg zeigen. Und wenn Gott dahinter steht, er wird dir immer einen Ausweg zeigen. Und deswegen, wenn dich jemand verurteilt für deine Sünde, für deine Probleme,
dafür, dass du viele Dinge nicht verstehst. So ist es nicht unser Gott. Das ist dein verbranntes Gewissen, das in dir schreit. Und gestatte dem Heiligen Geist, sie wiederherzustellen. Christus liebt dich. Er liebt dich so sehr. Und er weiß, dass du in dieser Sklaverei bist. Er weiß, dass du Pharao dienst. Er weiß, dass du bestimmte Dinge tun musst. Doch neben dir befindet sich schon ein Mose, der dir das sagt. Und es wird die Zeit kommen, wo du dich hier oben befinden wirst. Und deswegen, wenn Satan wie so ein Echo durch dein Gewissen zu dir spricht, über deine Vergangenheit, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Denn wisst ihr, warum Gott uns liebt? Als ich diese Offenbarung bekam, wurde es viel einfacher für mich zu leben. Gott hat uns erwählt. Erwählt hat er uns, weil er uns nicht so sieht, wie wir jetzt sind. Er schaut auf uns, wie wir im Omega sind. Er ist das Alpha und Omega. Und er weiß, wer du in ihm sein wirst. Und er weiß, dass du den Geist Gottes, seinen Geist in dich aufgenommen hast. Und er weiß, dass der Heilige Geist seine Arbeit vollbringen wird. Denn es gibt zwei Phasen. Man kann diese Wüste durchqueren, so wie Jesus, in 40 Tagen oder in 40 Jahren. Gott hatte vor, sein Volk in 40 Tagen durch die Wüste des verheißenen Landes zu bringen. Doch dadurch, dass das Volk umkam vor Mangel an Erkenntnis, wurden daraus 40 Jahre. Doch die Zeit ist vorbei. Und der Geist Gottes zeigt uns jetzt seine ganze Arbeit in uns, damit es nicht wieder 40 Jahre dauern muss, damit es 40 Tage sind. Amen? Deswegen wollen wir ihm nicht im Weg stehen. Danke dir, Heiliger Geist. Teil 3. Der dritte Bestandteil, das ist die Wiederherstellung deines Unterbewusstseins. Und ich sage oft, um die geistliche Welt verstehen zu können, müssen wir die mit irgendwas Physischem vergleichen. Dein Unterbewusstsein ist wie ein vorprogrammierter DVD-Player. Und Menschen, die sich damit etwas auskennen, wissen, dass es unterschiedliche Formate gibt. Vor allem, wenn du dann eine CD, eine gebrannte CD nimmst, kein Original, so könnte es sein, dass sie nicht abgespielt werden kann. Juri kann euch über diese Sphäre viel mehr erzählen. Ich nehme einfach zwei Formate, das AVI und das DivX-Format. Mach dir darüber keinen Kopf, das sind halt solche Formate. Zum Beispiel, Satan tut alles dafür, dass dein Programm im AVI-Format programmiert ist. Unser Potenzial wird programmiert von allen Menschen, die über uns stehen. Erst durch die Eltern. Denn wenn du ein Kind bist, haben sie ja Macht über dich, die erziehen dich. In der Schule dann die Lehrer. Dann dein Arbeitgeber. Dann vielleicht deine Frau oder dein Mann. Und alle programmieren dich. Doch Gott möchte dich persönlich programmieren. Und wenn deine Eltern dich so programmieren, was bildest du dir ein? Wer bist du denn schon? Was bist du für ein Dummkopf? Wie kannst du diese mathematische Aufgabe nicht verstehen? Das ist doch so einfach. Und der Lehrer sagt, Mensch, bist du ein Idiot? Und der Arbeitgeber sagt, sag mal, bist du nicht ganz dicht? Wie oft soll ich doch erklären?
der Mann oder die Frau sagen das Gleiche. Представляете, твой DVD-плеер запрограммирован, ты дебил. Und dein DVD-Player ist folgendermaßen programmiert, du bist ein Idiot. И приходит проповедник и дает тебе DVD-шку. Und jetzt kommt ein Prediger und gibt dir eine DVD. Ты больше, чем победитель. Du bist mehr als ein Sieger. Тот, кто в тебе сильнее мира сего. Und der, der in dir ist, ist größer und stärker als der, der in der Welt ist. Wow, эта DVD-шка, я о ней всегда мечтал. Du sagst, wow, von dieser DVD habe ich immer geträumt. Приходишь домой, kommst nach Hause, setzt sie in dich hinein und du siehst Error. Du bist ein Idiot. Dein Unterbewusstsein kann einfach nicht verstehen und nicht aufnehmen, was Gott zu dir sagt. Und das ist eine große Arbeit des Heiligen Geistes an unserem Unterbewusstsein. Und deswegen ist das Wort Gottes wie ein Schwert. Und sogar wenn du hier schon so einen kleinen Durchgang hast, von unten nach oben, du bist ein Idiot, sagt der Geist Gottes, du bist mehr als ein Sieger. Du bist mehr als ein Sieger. Ich habe dich so geliebt. Ich habe eine große Vision für dich. Ich möchte aus dir dieses oder jenes machen. Und fange an, daran zu glauben. Dein DVD-Player kann nur vom Glauben programmiert werden. Das ist dieser Kanal, der da durchgeht. Dieser Pfad. Das Wort Gottes spricht zu dir. Und du, ungeachtet aller Erfahrungen, die du gemacht hast, machst einfach das, was das Wort Gottes dir sagt. Wisst ihr, manchmal, wenn ich predige, glaube ich sogar selbst daran. Weil ich auch mir predige, nicht? Ich bin nicht cooler als ihr, ich habe die gleichen Probleme. Doch wenn ich spreche, dann höre ich das. Und mein Glaube wächst durch das, was ich höre. Und je öfter ich das höre, desto mehr glaube ich daran. Amen. Deswegen, der Heilige Geist wird in deinem Geist in erster Linie arbeiten an. Ich werde jetzt nicht zu tief da hineingehen. Doch diese drei Bereiche kennst du jetzt? Viele Menschen, die Gott annehmen, die nicht wiederhergestellt werden durch den Heiligen Geist und dann anfangen zu dienen, die brennen einfach aus. Deswegen sehen wir Menschen mit einem großen Potenzial, mit einem großen Talent, mit einer großen Gabe. Und wir versuchen, die zu beschützen. Wir kontrollieren sie nicht. Wenn wir sagen, geh erstmal nicht nach vorne, liegt es nicht daran, dass wir über euch stehen und euch kontrollieren wollen, nein. Wir haben schon lange verstanden, dass nicht wir die Chefs hier sind. Wir sind der Leib Christi. Und es ist mir sehr wichtig, meinen Mitstreiter neben mir nicht zu verlieren. Und wenn ich sehe, dass der Geist Gottes an seinem Geist arbeitet und dass dieser wiederhergestellt wird und bei einem Gespräch mit einer Tasse Tee sehe ich, dass aus der Fülle des Herzens sein Mund spricht, wie er brennt, wie er von Gott spricht, dann verstehe ich, dass der Geist Gottes an seinem Geist arbeitet. Und ich sehe, wie Ströme lebendigen Wassers aus ihm hinausfließen. Und wir beten und sagen, Herr, lass in diesen Weg weitergehen. Und wisst ihr, ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn der Geist Gottes mich ergreift, dann solltet ihr euch etwas fernhalten. Ich kann sogar noch nicht mal ruhig stehen während der Tänze. Ach, die Jugend hat gesagt, DJ Holy, ja, okay. Doch ich hatte ein Wort von einem Propheten bekommen. Mein Sohn macht zwei Schritte zurück. Und ich habe nicht verstanden, wie das denn?
Ich war so viele Jahre in religiöser Sklaverei. Endlich habe ich verstanden, wer ich in Gott bin. Und jetzt fange ich an, mich zu bewegen, vorwärts zu bewegen. Man sagt mir, mach zwei Schritte zurück. Und jetzt bin ich Gott dankbar für die Weisheit, die er mir gegeben hat. Und ehrlich gesagt, ich habe hier nichts groß notiert. Und das, an diese Worte erinnert mich einfach der Heilige Geist jetzt. Und gerade jetzt während der Predigt verstehe ich diese Worte. Denn wir hatten Leute bei uns in der Gemeinde, die brannten, die Dinge erlebten und weg sind sie. Und es tut mir weh, diese zu sehen. Und ich sagte, Herr, gib mir diese Weisheit, die Dinge den Menschen so zu erklären, dass sie es verstehen. Und wisst ihr, das ist alles noch vor dieser Geistestaufe. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, was der Geist Gottes möchte. Denn ich weiß, dass viele Denominationen, die dann dieses Verständnis bekommen haben von der Geistestaufe, dass man wirklich diese Taufe im Geist bekommen und die Zungenrede bekommen kann, fingen die an, das zu praktizieren. Aber die haben nicht gelehrt, was das eigentlich ist. Versteht ihr? Ich möchte, dass er diese Dinge versteht, worum es da geht. Und diese Taufe des Geistes, das ist die Situation, als Mose mit dem ganzen Volk durch den Jordan durchgegangen ist. Danach schlugen die Wasser hinter ihnen wieder zusammen und es gab keinen Weg zurück. Und da gestattest du dem Geist Gottes in deinem Geist zu arbeiten. Das ist meine persönliche Offenbarung. Du kannst mit mir einverstanden sein oder eben auch nicht. Und ich möchte das mit dem Wort bestätigen. Welche Zeichen gab es an Pfingsten? Ja, Wind, Feuer und das Sprechen in Zungen. Lass uns ins Wort gehen. Und ich möchte einmal nur kurz bestätigen, dass es Dämonen in der Seele gibt. Psalm 120, Verse 2 und 6. Und eben, es geht eben darum, dass die Dämonen in der Seele sind. Hier spricht David. Ich sprach: Herr, rette meine Seele. Also meine Seele, rette meine Seele. Von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Also können dir Lügenmäuler und falsche Zungen sein? Satan ist ein Lügner. Und er kann diese falschen Zungen in deine Seele hineintun. Und der Vers 6 sagt, lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Du kannst sagen, ja, mit diesem, den Frieden hassenden, mit dieser, den Frieden hassenden Welt hat meine Seele gelebt. Du kannst dabei diese äußeren Dinge assoziieren. Doch wer hasst den Frieden oder diese Welt? Wer möchte nicht, dass diese Welt zu Gott findet? Wer möchte diese Welt vernichten? Das ist Satan. Und meine Seele hat lange mit denen gewohnt, die den Frieden hassen oder die Welt hassen. Und meine Seele hat lange mit diesen unreinen Geistern gelebt, die in mir waren. Das ist eine Bestätigung dessen, dass es Dämonen gibt, die in der Seele wohnen.
в работу Духа Святого, как он выходит из нашего духа в нашу душу. Und lass uns jetzt die Arbeit des Geistes anschauen, des Heiligen Geistes, wie er durch den Geist in unsere Seele den Weg findet. Und das Wort Gottes sagt, hört und prüft alles. Und oft, wenn ich mit Gott spreche, sage ich, erkläre es mir bitte so, dass ich es verstehe. Und ich bitte den Heiligen Geist um Weisheit, dass er mir diese Weisheit gibt, es euch so zu erklären, dass ihr es versteht, was er meint. Wenn wir die Wassertaufe empfangen, gestatten wir dem Heiligen Geist, in unserem Geist zu arbeiten. Und wenn wir diese Geistestaufe empfangen, gestatten wir dem Heiligen Geist, in unserer Seele zu arbeiten. Deswegen sage ich, es ist wie ein Feuer, das anfängt, alles zu erleuchten. Und diese Unreinheit, die hält das nicht aus. Weshalb gibt es keine Manifestationen in Gemeinden, in denen diese Geistestaufe nicht praktiziert wird? Weil sie dem Heiligen Geist nicht gestatten, ihre Seele zu reinigen. Und die Feuertaufe ist, wenn wir dem Geist Gottes erlauben, an unserem Verstand zu arbeiten. Das ist eine neue Gesinnung. Eine neue Gesinnung, wie bei Josua und Kaleb. Welche sagten, wir werden das verheißene Land einnehmen, weil Gott es uns gegeben hat. Ich möchte langsam zum Ende kommen. Ich möchte einfach nur schnell noch zeigen, wie der Geist Gottes aus dem Geist in die Seele hineindringt. Wir nehmen 2. Buch Mose, Kapitel 13, ab Vers 18. 2. Mose 14? 13. Erst 13. Ja, genau. 2. Mose 13, 18. Бог повел народ в обход пустынной дорогой к Красному морю. Израильтяне ушли из Египта, вооруженные для битвы. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Две вещи. Zwei Dinge. Пустынной дорогой повел. Er hat sie durch die Wüste geführt. Значит, я вам говорил, это пустыня. Und ich sagte euch schon, die Seele ist wie die Wüste. И они были вооружены. Und sie waren ausgerüstet für den Kampf. Der Geist Gottes möchte, dass wenn du weitergehst, damit du einfach alle Waffen, die ganze Waffenrüstung Gottes kennst. Wir haben darüber schon gelehrt, Elsa hat das schon ausführlich erklärt. Und deswegen möchte der Geist Gottes deinen Geist vorbereiten, damit du dafür bereit bist. Dass du auf, im Bereich deines Unterbewusstseins weißt, dass das Wort Gottes wahrhaftig ist, auch wenn du das Ergebnis noch nicht siehst. Und wenn du Epheser liest und du liest diese Waffenrüstung Gottes, dann glaubst du daran, dass sie existiert. Und du praktizierst es. Und wir lesen weiter. Jetzt 2. Mose 14. 21-31. Und ich sagte zu Anfang, wenn Gott dich mit dem Geist Gottes taufen möchte, so wird sehr oft in deinem Leben ein Mose sein. Oft wird dann ein Mensch in dein Leben treten, ein Prediger vielleicht, der dir zeigen wird, dass dein Leben das Leben eines Sklaven ist. Und es wird die Zeit kommen, wo du sagst, ich bin einverstanden, aus dieser Sklaverei hinauszugehen. Und im Leben eines jeden Menschen kommt der Zeitpunkt, wo er mehr möchte, wo er daran glaubt.
anfängt zu glauben, dass Gott für das etwas Besonderes vorbereitet hat. Und jetzt schauen wir uns diese Geschichte an, wo Mose mit dem ganzen Volk aus Ägypten hinausgeht. Und das ist die Arbeit des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes in diesem Zwischenraum. Aus Ägypten in die Wüste. Aus dem Geist in die Seele. Wir lesen Exodus 14, 21. Ja, 21 bis 31 dann. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg. Merkt ihr, das ist der Wind. Ebenso wie an Pfingsten. Ein Wind. Der Wind schafft diesen Durchgang. Man hat diesen Kanal. Wir stehen vor dem Jordan. Erst wird an einem Herzen gearbeitet. Und du hast schon diese Entscheidung getroffen und gesagt, ja, ich gehe in eine Gemeinde, wo die Taufe des Heiligen Geistes gepredigt wird. Und deine Eltern werden gegen dich aufstehen. Alle deine Verwandte werden sich gegen dich erheben. Und wirklich nahe Freunde in der Gemeinde, die dich sehr gern haben. Das ist wie der Pharao, der versucht, dich wieder zurückzubringen. Wer hat das schon erlebt? Du fühlst, es gibt mehr und ich möchte diesen Schritt machen. Und du machst schon diesen Schritt, du fängst schon an, eine Gemeinde zu besuchen. Oder hörst dir einen bestimmten Prediger an. Und du fühlst plötzlich, als würde Pharao versuchen, dich zurückzuziehen. Und hier geht schon die Arbeit des Heiligen Geistes. Wie Mose, der seine Hand ausstreckte. Es kam ein starker Ostwind, der das Wasser auseinandertrieb. Wir lesen weiter. Und er machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein. Auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen ihnen hinterher, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter, mitten ins Meer. Und jetzt hört das nächste genau. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und aus der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Wir sehen auch Feuer. Wind und Feuer. Und dieses Feuer des Heiligen Geistes wird anfangen, einfach ja, Menschen oder Dinge von dir wegzutreiben, so wie das Feuer damals die Soldaten. In deinen Augen entsteht ein Feuer. Und du fängst an, mit Menschen zu reden und die sagen, Mensch, eigentlich kenne ich dich, aber dies hier, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dieses Feuer fängt an, die Menschen auszubremsen, die wissen nicht, wie sie gegen dich ankommen sollen. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter. Und das ist diese Taufe im Heiligen Geist, wenn Mose seine Hand auf dich legt. Feuer waren Wind und Feuer. Sie entfernen deine Zweifel, deine Angst.
Und wenn Mose seine Hand ausstreckt, wenn du diese Taufe im Heiligen Geist bekommst, das ist so, wie wenn dieses Feuer all diese Ängste und alles bedeckt. Und du gehst da durch diesen Kanal durch, zusammen mit dem Geist Gottes. Und du gestattest dem Heiligen Geist, in deiner Seele zu arbeiten. Und darüber sprechen wir nächstes Mal. Bis hierhin soweit verständlich? Halleluja, lass uns aufstehen. Danke dir, Jesus. Danke dir, Heiliger Geist, dass du uns lehrst. Und du hörst nicht auf, uns zu lehren. Danke dir dafür. Und ich danke dir, Heiliger Geist. Und wir verstehen immer mehr und mehr, wie wichtig es ist, diese Beziehung zu dir zu pflegen. Du bist der beste Lehrer und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, alle Samen, die heute ausgesät wurden, gieße sie mit deinem lebendigen Wasser, damit jeder, der heute in dieser Lektion dabei war, und jeder, der es im Internet hört, damit er es versteht und anfängt, dir wirklich diese Genehmigung zu geben, an ihnen zu arbeiten. Und ich glaube daran, Jesus. Danke dir, Vater. Halleluja. Und alle sagen Amen.